Ich habe extra kein Tipp gegeben, weil ich das einfach gar nicht so abschließen interpretieren möchte. Aber wie man sieht, gibt es auch so verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Und es war trotzdem wichtig, dass es im Zusammenhang zu sehen ist mit diesem Maßschnitt von da. Das ist sicher einer der spannendsten Aspekte, eben dass es tatsächlich ab diesem Jubiläum eingebracht werden kann, als ganz einfache Art und Weise, obwohl es natürlich kein Haar ist, ursprünglich. Das ist im Endeffekt auch gar nicht wichtig, was ursprünglich war. Es war ein kleines Foto, das dann eben hier jetzt auf diese Dimension des Haares ausgeweitet oder vergrößert wurde. Und die Arbeit ist ja auch wirklich speziell. Hier entstanden. Man kann da eben auch eine wachsende Pflanze, ein Seil oder was auch immer sehen. Im Endeffekt finde ich in diesem Zusammenhang die reduzierte Formensprache auch sehr interessant. Man hat noch ein bisschen etwas von einem Gegenstand, obwohl es nicht ganz klar ist, dass es die Farbe ist. Gleichzeitig ist es so stark reduziert, dass es schon fast abstrakt. Wie wichtig ist für dich hier diese Schwebe zwischen gegenständlich und abstrakt? Ja, also ich glaube, morgen eröffne ich meine Ausstellung, wenn ich klein bin und da werde ich ganz abstrakt arbeiten. Und viele Jahre habe ich eigentlich nur ungegenständlich und abstrakt räumlich abstrakt gearbeitet. Und das ist eigentlich die Formensprache, die wir immer machen. Und wenn ich in all den Arbeiten, die ich mache, weil ich habe in den letzten Jahren mit Fotografie, die früher eigentlich eher als Dokumentationszweck gedient hat, Wege, Schmelzung gesucht, die eigentlich aus ganz einfachen und alltäglichen Dingen, die wirklich sehr interessiert sind, trotzdem eine große Weite entsteht. Ja, ich denke, eben das, was auch Gerd vorhin gesagt hat, dass er mit der abstrakten Formenschaft und das Licht, wie es sich spricht, auch, und als ich ihn gesucht habe in einem Atelier, habe ich den Eindruck bekommen, er ist einer, der so eigentlich an der Grenze zur Dreidimensionalität die nächste Dimension auch sozusagen einfließen lassen will. Also sozusagen wie die Dimensionalität nochmal so bricht, dass es eigentlich über diese Dreidimensionalität
bedeutet oder andeutet. Das Licht ist ja etwas, was im Menschen eine Verbindung ist. Licht ist nicht Materie, richtig, und es ist so ein Mittelding zwischen Geist und Materie. Man kann Licht beschreiben in räumlichen und zeitlichen Kategorien. Also Licht hat eine der materiellen Stufe, so eine Mittelstufe zwischen dem Geist und der Materie sozusagen. Und genau das ist eigentlich das Instrument des Künstlers, also im Grunde genommen das Licht so einfach auch darstellt, dass es eben öffnet zur Transzendenz sozusagen. Transzendenz nennen wir das Unendliche oder das Göttliche. Und da geht die Seele auf, da geht eben eine Dimension ein, auf, die da ist, aber die manchmal so unter der Decke ist. In Schwarz und Weiß gefangen, in Dualismus gefangen, in der zweidimensionalen Welt, in der dreidimensionalen Welt, und dann bricht das auf. Und ich finde es faszinierend, wie genau ein Künstler die Grunde genommen darauf anspricht eigentlich. Und im Grunde genommen mit seinen Möglichkeiten versucht eigentlich diesen Schritt zu machen, aus der Tänze mit den unglaublichen Anstrengungen des Tanzes versucht, sich abzuringen, dass er etwas von dem herausbringt, was eigentlich mehr ist als das, was man einfach so zweidimensional, dreidimensional fassen kann, dass das Künstler mit seinen Formen, mit seinen Möglichkeiten, das Licht eigentlich so zu brechen, dass es eine andere Dimension öffnet. Und die ist in uns da. Und wenn das geschieht, dann bin ich auch fasziniert. Und dann treffen wir uns ab. Dann treffen wir uns, dann findet der Künstler eigentlich hier eine Möglichkeit, was überhaupt uns Menschen zu öffnen. Und alles ist alles zu bewegen, ist eigentlich nur das zuständig. Und wenn das geschieht, dann ist der Mensch erstens gerettet und dann ist der Mensch in einer Würde drin, die er sonst nicht hat. Sonst bleibt man Essen trinken und Vorplatz und der Rest ist dann einfach, ja, viel ist einfach weniger als das, was man sagen kann über den Menschen. So eigentlich fühle ich mich sehr auch verbunden mit diesem Ringen eigentlich und Möglichkeiten für mich selbst und für